So, da bin ich wieder, Corona Transformation Tagebuch, Tag 118. Das ist jetzt Viertel vor drei, also Nachmittag, früher Nachmittag. Ich habe circa 5 Stunden schon Online-Arbeiten hinter mir. Das war eine Online-Beratung, 5 Stunden lang. Da geht es um digitale Transformation und ein Prozess, den ich schon seit über 2, 3 Jahren begleite. Und wir haben jetzt durch die Corona-Krise nochmal eine erneute, wie soll ich sagen, nochmal eine andere Situation quasi, die natürlich einen großen Einfluss auch hat auf das, was wir strategisch grundsätzlich gesehen geplant haben. Und es ging einfach auch nur um Abgleich, um ganz viele Prozesse, die nochmal angesprochen wurden, neu definiert wurden und auch um so eine weitergehende strategische Ausrichtung. Also ihr kennt ja dieses ABC-Modell von mir, dass ich sage, es gibt die Prä-Corona-Phase, es gibt die heiße Corona-Phase, das ist die Phase B und C ist eben die Post-Corona-Phase, die jetzt sich nicht dadurch auszeichnet, dass es da dieses Coronavirus nicht mehr gibt, sondern einfach irgendwann vielleicht zum Beispiel Impfstoff oder irgend sowas. Und darum geht es da weiter und wir können nicht mehr zurück. Das ist eigentlich der Hintergrundgedanke daran. Wir können nicht zurück zur Normalität, sondern wir erschaffen uns jetzt, oder wir haben den Auftrag, uns quasi eine neue Normalität zu erschaffen. Ja, und da spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Und wenn du jemand bist, der viele Kunden hat, viele unterschiedliche Kunden hat, dann musst du zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Teil der Kunden zumindest mit einer neuen digital-analogen Lebensrealität zu dir kommt. Und dann musst du in irgendeiner Form dafür kompatibel sein. Ja, und das ist dann so etwas, was du strategisch auch nochmal neu leisten musst. Das heißt, es gibt da also einen erhöhten Bedarf, da nochmal ranzugehen. Und das haben wir eben heute auch gemacht. Mir ist da ein Gedanke, bin so zwei Gedanken sind mir heute dabei gekommen, die möchte ich gerne mit euch teilen. Der eine Gedanke ist, ich hatte auch in verschiedenen Videos immer davon gesprochen, dass wir quasi einen Digitalisierungsdruck haben. Ja? Also die Corona-Krise erzeugt einen Digitalisierungsdruck in unserer Gesellschaft. Wir müssen uns da jetzt viel mehr drum kümmern, müssen da jetzt viel mehr mit machen, weil zum Beispiel die Leute jetzt im Homeoffice arbeiten oder. Und das war immer so für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, da ist ein Digitalisierungsdruck entstanden und jetzt führt ja jetzt auch dazu, dass immer mehr digital quasi angedacht, gemacht werden soll und so weiter. Und ich würde das heute so nicht mehr sagen, gebe ich zu. Mir ist klar geworden, dass es so eigentlich nicht stimmt. Ich würde heute sagen, die Corona-Krise macht diesen Digitalisierungsdruck erfahrbar und spürbar, weil der Druck zur Digitalisierung war ja vorher schon da. Wir hatten nur durch die Corona, durch die, also wir hatten nur davor die Situation, dass wir quasi genügend analoge Ausweichmöglichkeiten hatten. Vereinfacht ausgedrückt, ja. Aber der Digitalisierungsdruck war da, er ist durch die Corona-Krise jetzt erst entstanden. Jetzt erst wahrnehmbar geworden oder in der Breite erfahrbar geworden. Natürlich verstärkt so eine Corona-Krise das auch. Also es mag sein, dass der Druck auch in Teilen höher geworden ist, keine Frage. Aber an sich geht es meines Erachtens darum, dass wir auch verstehen müssen, der Digitalisierungsdruck war vorher schon da. Der wird jetzt quasi erfahrbar, spürbar, Teilen vielleicht ein bisschen verstärkt, aber er war schon da und das sorgt eigentlich für den großen. Das ist so der große Transformationspunkt, ja. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, das ändert natürlich einiges, ne? Weil du damit natürlich auch weißt, dass du den Druck davor schon hattest, ja. Also dieses Narrativ, so, oh, jetzt wird die Digitalisierung alles anders und das stimmt halt nicht. Ja, das zahlt so ein bisschen auf diese Konstellation, dass ich ja auch sehr oft gesagt habe, viele der Probleme, die wir in der Corona-Krise haben, hatten wir vorher auch schon. Die sind nur jetzt vielleicht anders erfahrbar, anders wahrnehmbar. Vielleicht auch verstärkt worden, irgendwo in den Fokus gerückt, das mag sicherlich so sein. Der andere Punkt ist der, dass wir ja auch immer darüber reden, so wir müssen mal klären überhaupt, was mit Digitalisierung überhaupt gemeint ist. Und auch da denke ich, das würde ich so auch nicht mehr ohne weiteres stehen lassen, sondern ich würde sagen, es geht gar nicht darum, dass wir ein gemeinsames Narrativ dessen entwickeln, was Digitalisierung bedeutet. Es geht nicht darum, dass wir gemeinsam definieren, was Digitalisierung ist, sondern damit ist gemeint, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass wir die verschiedenen Perspektiven, die es auf das Thema Digitalisierung gibt, wahrnehmen. Also es geht, wenn ich sage, wir müssen mal herausfinden, was ist mit Digitalisierung gemeint, dann geht es nicht darum zu sagen, es gibt hier eine klare Definition und diese eine klare Definition, die gilt jetzt und der müssen wir jetzt folgen, sondern es geht darum, dass einfach mal alle möglichen Perspektiven und Definitionsmodelle auf den Tisch kommen und wir in einem Austausch die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen auf das Thema verstehen. Ja, das finde ich ganz wichtig, weil es ja gar nicht darum geht, jetzt eine große Definition zu haben. Ja, sondern es geht darum, diese verschiedenen, das ist wie mit Religion quasi. Ja, Religion ist ja auch sowas. Wir haben nicht eine Religion auf diesem Planeten,
sondern wir haben verschiedene Religionen, die alle verschiedene Perspektiven auf unser Leben haben. Und keine dieser Religionen ist richtig oder falsch. Es gibt ein paar Dumpfbacken, die fester überzeugt sind, dass ihre eigene Religion die einzig wahre ist, das weiß ich. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen Hirnschmalz verwendet, stellt man natürlich fest, naja, es geht eigentlich darum, verschiedene Perspektiven auf dieselben Probleme zu haben. Ja? Unabhängig davon, dass es dann natürlich auch noch Machtmodelle gibt und so weiter und Religionen sich natürlich hervorragend eignen, um Menschen zu unterdrücken. Das ist ja ganz großartig. Ja. Aber das ist also großartig, das war jetzt bitte schön sarkastisch gemeint, ja, mit einem sehr schwarzen Humor. Aber wenn man jetzt mal runterbricht wieder auf den Kern, auf das, was diejenigen, die diese Religion quasi entwickelt haben, wie man das nennen will, was da an Gedankengängen war, schaut man in die Bibel, schaut man in den Koran, schaut man, was ich in Talmud, in die Werke Buddhas oder so weiter und so fort, stellt man ja fest, dass das letztendlich gesehen alles Dinge sind, wo eigentlich ist diese Idee des Machtmissbrauchs, Machtausübung, Unterdrückung, das war jetzt vorsichtig ausgedrückt nicht gerade das Kernthema. Da ging es eher um Erkenntnis, da ging es eher um Glück in irgendeiner Form. Ja, also und soll nämlich das Thema heute sein, ja? Also es soll jetzt nicht die Diskussion des Videos sein. Also mir ist es wichtig, dass wir das nochmal zusammenführen, ja? Also wir leben in einer Welt, das habe ich ja immer gesagt, in der digital-analogen Lebensrealitäten sind, in der wir anders über das Thema Digitalisierung nachdenken. Dieser Digitalisierungsdruck war auch vor der Corona-Krise schon da. Ja, und deswegen macht auch übrigens ein Digitalaktionismus überhaupt keinen Sinn. Das Problem war ja vorher schon da. Sondern jetzt nur die Frage, wie geht man mit den spezifischen Besonderheiten aus dieser Zeit um? Und das Zweite eben ist, es geht auch gar nicht darum zu definieren, das ist jetzt Digitalisierung und das nicht. Ja? Also im Sinne eines, wir definieren es und alles andere, was wir sonst noch hätten, wird es nicht. Ja? Sondern, dass für uns klar wird zu sagen, eine gemeinsame Definition des Themas Digitalisierung zu finden, bedeutet, dass wir zusammenkommen und diese verschiedenen Perspektiven auf das Thema Digitalisierung zusammenbringen. Ja, weil dann wissen wir, was wir Digitalisierung meinen als Kollektiv und was wir eben vielleicht auch gegebenenfalls nicht meinen. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. In dem Sinne, ich gehe jetzt weiter an das fleißige Konzepte schreiben. Bleib gesund, werde gesund. Bis dann. Ciao.